Ich renne so viel. Ja, ich renne so viel. Was ist das? Tommy rennt viel. Max legt sich gleich nochmal hin. Tommy geht gleich arbeiten. Eigentlich jetzt. Aber erstmal esse ich jetzt auf. Das ist mir royal. Dauert halt ein bisschen länger. Was machst du heute, Max? Ich hab heute die Arzttermine. Das ist ja interessant. So, es war eine ganze Menge. Oh. Ja, mach mal. Ich will später nach dem Geschirrspüler gucken. Kotzt mich nicht an. Kotzt mich an. Ja, gucken wir das später. Gemacht aus frisch gebrühtem Tee. Das soll jetzt reichen. Lass mir einen Geschirrspüler kaufen. Da hätte der noch nie gesehen. Überall steckt die Botschaft des Geschirrspülers dahinter. In jedem Essen. Hier geht's los. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht machen. Das war so nicht geplant. So, gut. Geht los, geht los, geht los. Leg los, werd groß. Also, kein externes Mikrofon, sondern einfach mal so. Aber wir brauchen so ein Gummi. Oh, Gummi, oh, ja, ja. Für die Halterung, der Rahmen, der knarzt nämlich. Deswegen mache ich jetzt mal ein Gummi drum. Und da knarzt er nicht mehr so. So, liebe Leute, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt den ersten Mal alle unbeschadet überstanden. Jetzt ist er ja nun wirklich um. Ja, was gibt es zu sagen? Zu sagen gibt es Folgendes. Ich baue jetzt auf, ich räume jetzt raus. Ne? Also ich habe schon rausgeräumt ein paar Sachen. Jetzt räume ich noch das Werkzeug raus, dann geht's los. Und dann schauen wir mal, wie reparaturfreudig die Damen und Herren der Umgebung heute sind, nachdem sie ja die Nacht vielleicht durchgefeiert haben. Mal schauen. Jetzt geht's zum Bautenzugwechsel. Tausch. Ich mach meinen alten ab. Schaut euch mal an. Hier. Ja, da oben ist er gerissen, wie immer. Die reißen ja immer mal da oben durch. Aber der ist total verrostet auch. Also, das ist hier auch schon alles ein bisschen älter, das System. Gucken, ob wir das hier überhaupt noch rauskriegen. Den Rest, egal. Erstmal den alten abschrauben. Ja, der ist ja wirklich alt. Meine Güte, ist das alt. Das ist ein altes Ding. Ja, und neueren fertig. So, passt noch rein. Tja, nehmen wir doch den. Den Zug, da gibt es hier noch so eine Hülse für irgendwo. Perfekt. Zug rein.
Plan. Wo ist die Hülle? Dann haben wir die Hülle. Ein bisschen Schmierstoff. Ja, die kann man wiederverwenden, das ist in Ordnung. Braune Hülle habe ich nämlich nicht. Und die ist hier noch sehr gut, also die ist wirklich flexibel, die ist, hat keinerlei Reibung, nichts. Einmal durchgespült, picobello. So, jetzt wird die einfach nur noch zugemacht und der Bart. Kleine 8. Naja, dann nehmen wir den auch noch weg. Kürzen, quetschen, und zentrieren. Zentrieren. So übertrieben gesagt. Wir machen einmal hier. Zack. Hier ein bisschen mehr. Zack. Und hier ein bisschen weniger wieder. Zack. Zack. Hier ein bisschen. Fantastisch, Vorderrad knackt ein bisschen. Das ist die Narbe. Hört ihr? Die Lager da drin. Uiuiui. Wie auch immer. Fertig. Das war der erste Auftrag für heute. Den lassen wir drauf in voller Länge. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten. Eventuell wieder, wenn es interessant ist. Ja, meine Frau bettelt mich ja total an nach einer Waschmaschine, Geschirrspüler. Die wollen unbedingt einen Geschirrspüler haben. Ich bin strikt dagegen, weil ich ihr mal einen gekauft hatte und den sie nie genutzt hat. Und sie dann zu mir gesagt hat, sie braucht den nicht und sie will auch nie wieder einen haben. Ja, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht, das muss weg. Und dann habe ich ihn wieder abgebaut. War richtig verärgert eigentlich, weil sie erst ihn wollte und dann wieder nicht. Da musste der ja weg. Und dann habe ich den verkauft für einen Apfel und ein Ei eigentlich. Und jetzt brauchst du wieder einen Geschirrspüler. Mediamarkt. Mediamarkt macht einfach Spaß? Was ist denn das für ein Quatsch? Macht doch nicht Spaß. Das ist doch Last. Das ist doch ekelhaft. Mediamarkt macht keinen Spaß. Ja, man hat ja hier so seinen Fahrradladen und hat ja schon genug zu tun eigentlich. Aber die Frau schafft es, einen noch mehr zu beschäftigen. Jetzt messe ich mal oben kurz aus, wie viel Platz tatsächlich ist. Ja, also nicht, dass ich da irgendwas kaufe und dann passt das da nicht hin.
Jo, ich hab die Maße. Mensch, 60 haben wir Platz in der Breite, aber wir haben nur 45 in der Tiefe oder so. Also, das ist nicht viel. Aber was soll man machen? Liegt jetzt oben im Bett und klagt über ihr Leid. Bestelle ich ihr jetzt eh noch ein Gutes? Mediamarkt, Vergnügen. Vergnügen, wie sie alle wieder aufkommen. Das Schöne ist wahrscheinlich, dass man wirklich, man kann es hier bestellen und dann sind die Lieferten dann gut. Das ist eine Scheiße, ey. Wo kann ich denn das jetzt sehen? Die Beschreibung von dem. Wieso stehen da keine Daten richtig bei, so wie Tiefe, Einbautiefe und so weiter? Ich meine, das ist wahrscheinlich alles Normmaß, aber das würde ich doch ja wissen wollen. Nee. Miele ist richtig, Einbau, Geschirrspüler wäre falsch. Ich brauche eigentlich einen freistehenden. Oder gibt es keine freistehenden Geschirrspüler mehr? Standgeschirrspüler. Da, jetzt haben wir Standgeschirrspüler. Na 240, was ist denn hier jetzt anders? Wir haben ja eine große Familie. Darf ich den jetzt in einen neuen Tab öffnen? Und den. Mir tut alles weh. So, vielen Dank für Ihre Bestellung. Jetzt gehe ich mal hoch zu meiner Frau. Zeige ihr den Computer, dann wird sie hoffentlich aus dem Wahn rauskommen. Aus dem Loch, in dem sie sich gerade befindet. Mal schauen. Na Mensch, das ist ja wie ein kleines Kind da oben. Jetzt freut sie sich über einen Geschirrspüler. Ich fasse das nicht. Und wie die sich freut. Wie ein kleines Kind. Ja, das ist unglaublich. Jetzt googelt sie die Fotos von dem. Also ich. Muss man nicht verstehen. Wahrscheinlich wie, als wenn ich mir ein schönes Moped kaufen würde, ein Motorrad oder ein Auto oder so. Ja, und nicht die Fotos googeln unbedingt. Ich würde mich aber darauf freuen. Natürlich. Wenn man Center Ass genießt, man. Aber ein Geschirrspüler. 1300 Euro sind natürlich eine ganz schöne Stange Geld, meine Fresse. Aber ich habe mir halt angewöhnt, immer das Beste zu kaufen, sofern ich mir das leisten kann, aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich gerne lange was davon hätte. Und weil ich mir immer noch einbilde, also ich bin so ein Kunde, den kann man so einen Scheiß verkaufen. Den kann man irgendeinen Scheiß verkaufen, den man schön teuer macht. Muss natürlich vorher auch einen Ruf haben, die Firma. Also Miele ist halt nicht schlecht. Und ja, dann bin ich so ein Kunde, der tatsächlich auf den Ruf noch was gibt. Also sagt sich, Miele, das ist was, das kann ich kaufen. Anstatt, was weiß ich, wie die anderen Dinger heißen. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen Teile dieser Billigdinger so heißen. SEG vielleicht oder so. Damit kann ich nicht anfangen. Kann auch gut sein, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich bin so, Biele, das finde ich gut. Und wird auch immer hoch gelobt. Also ist ja auch wirklich so, dass sie gesagt wird, okay, das ist zwar ziemlich teuer, Minus gibt es immer beim Teuer, beim Preis, aber wenn es dadurch besser ist, ich meine, ist es doch okay, dann ist es ja nicht zu teuer oder so. Ist jetzt nicht fancy oder so. Wenn es 3000 Euro kosten würde, dann würde ich mir das überlegen, ne? Aber naja, Hauptsache die Frau ist happy. Das haben wir erledigt. Erste gute Tat für heute ist gemacht. Jetzt haben wir hier einen mit Hydraulikbremsen. Die ziehen nicht mehr so schön, meinst du? Da gucke ich mal, ob ich die Bremsbeläge tauschen muss. Aufpumpen und alles sowas. Mache ich mal. Naja, die übliche. Ist da ja Bescheid. Aber warum hängen euch denn hin? Die beste Position war eigentlich hier. Tatsächlich. Fand ich persönlich ja nicht so schlecht. Wir sehen ja, wie es euch geht. Ja,
Aber ich fand die Position ja nicht so verkehrt. Auch dann mal als Trinkposition sollten wir endlich ein Kabel haben. Ja, siehst du, ein Schürspieler Kofik für 1,3, aber ein Kabel einfach, um damit das hier vernünftig läuft. Einfach nur ein Kabel für den Fuffi. Mit Kofik nicht. Das bleibt immer hinten. Weil das Geld eigentlich nicht da ist. Dann bekloppt, hätte ich gleich mitbestellen. Ja. Jetzt kann sie die Schür spülen. Ah, die ist auch gerissen. Ah, jetzt ist alles Müll. Das ist Alurahmen, kannst du vergessen. Ich habe gerade einen Riss an diesem Peugeot entdeckt, was hier hängt. Noch innen. Das ist alles Müll. In die Tonne treten. Gut, checken wir mal. Checken wir mal die Lage. Uffi-Punkt ist gut. Ja, Uffi-Punkt ist sehr gut. Die Kette hängt ein bisschen. Kann man das sehen von da? Bestimmt hier. Da ist natürlich Bedarf. Ne? Also ich zeige es von der anderen Seite. Ist ja kein Problem. Kann euch ja abnehmen. Ihr seid ja flexibel, ihr seid ja mitnehmbar, ihr seid universell. Ja, die Kette muss ich natürlich spannen. Was ich jetzt tue. Ich fürchte, spannen. Komm mal hier hin. Doch, schau mal. Wird jetzt ein bisschen bearbeitet. '15 ist der Billag, 2 Jahre alt. Schade, ist vielleicht noch ein bisschen zu big. Zu big. Alle zu big. Nicht zu groß, zu big. Und nicht too big, ist zu big. Alle zu big, zu big. Hier ist ein bisschen zugig, da ist zu big. Einmal auf den Sack. Zu big. Raus einstellen. Das ist auch eine Kunst für sich. Naja, das war der Scheck im Grunde genommen. Was ist jetzt rausgekommen? Dass die Namensschaltung eigentlich defekt ist. Schade. Lange Zeit im falschen Gang gefahren und dann hast du die oberen Gänge sind dann kaputt. Also ich weiß ja nicht, wie und was da passiert, weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nie auseinandergenommen, denn im kaputten Zustand. Hätte ich jetzt die Chance eigentlich bei einer Kundin, die hatte gerade aber in einem anderen Fahrradladen erstmal abheben. Und sie meinte dann, wenn die das nicht hinkriegen, kommt sie her. Weil der Fahrrad ist 2 Jahre alt und die Schaltung war schon 2-mal kaputt, also die Narbe. Allerdings, nee, ist auch eine 8-Gang, Nexus 8. Und genau das, also knatzt, knarrt, fährt dann eben nicht richtig, tritt durch, blockiert, was auch immer. Ja, deswegen ist total kaputt wahrscheinlich innen drin. Hätte ich mir gerne mal angeguckt, was da genau passiert und warum. Na, mit dem bin ich fertig. Warten auf den nächsten Auftrag. Hat letzte Woche abgegeben zu Reifenwechsel hinten. Hab dir eine Nachricht geschickt am Freitag. Nachricht? Ich will eine Nachricht. Hast du nicht gelesen? Ich hab da kein Telefon. Schon lange überfällig war der gute Mann. Aber das ist ja hier nicht so schlimm.
So, also ist im Grunde genommen ja ein Mitra-Check, ist ein Mitra von mir. Und da ist hier unten, reißt diese Platte immer ab, weil die guten Leute immer den Ständer runter machen und sich dann raufsetzen und testen, ob die Höhe stimmt. So, dann sitzen die da drauf und quatschen noch ein bisschen auf diesem Ständer quasi und der an der Platte festgemacht ist, an der Ständerplatte, und die reißt dann ab. So. Dann steht da. Jetzt ist jetzt nicht unbedingt Stabilitätsbeeinträchtigung im großen Sinne oder so, deswegen wird die jetzt erstmal so festgemacht. Kommt dann aber natürlich wieder rangeschweißt. Muss dann jedes Mal rangeschweißt werden und kommt ein Hinterbauständer dran. Weil, oder gar kein Ständer mehr am besten, weil das ist scheiße. Das ist natürlich Mist. Die sitzen sich doof, kannst du sagen, was du willst. Dann sagst du einmal, zweimal, dreimal. Die sitzen trotzdem immer doof. Ei, ei, ei. Warum bist du Klatschweib, sagt sie. Das klingt doch ja nicht. Unglaublich, wie geredet wird im Haus. Ei, ei, ei. Ich mache jetzt mal einen Plan. Ich habe ja ein Rad bekommen, so ein Herkules zum Neuaufbau. Da soll ich mal einen Plan machen, was das kostet. Ich glaube, ich baue mal alles ab, was scheiße ist. Und dann sehen wir weiter. So, dann nehmen wir mal zusammen ums Rad rum. Herkules ist jetzt kein besonderer Rad. Vorderrad müsste neu, weil jetzt so eingelaufen ist. Schlauch etc. müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Also. Die Sackschaltwerke haben einen anderen Schaltabstand. Hinterrad Zinn. Griffe. Ja. Was funktioniert? Das war genau das Richtige. Super. Vielen, vielen Dank. Bitte. Mal ist es wieder da mit Essen. Ich bin total innerlich zufrieden. Wieso ein Ditte? Weil ich ein Geschirrspüler. Oh. Dieser Geschirrspüler. Ich habe schon Geschirrspülmaschinen-Tabs geholt. Nein. Und ich habe ein kleines Willkommensgeschenk für den Geschirrspüler. Und ich habe Klarspüler geholt. Mm. Steht dir nicht im Wege, den ersten Waschgang mal aufgebaut. Doch, dem steht was im Wege, nämlich ein Haufen Dreck zu Hause. Ein Haufen Dreck zu Hause steht dem im Wege. Ich muss erstmal geräumt werden da. Mhm. Klar. Und dann muss es angeschlossen werden. Mhm. Nicht ersticken jetzt. Tu ich auch. Der Schirrspüler. Ich hab Traubenzucker am Hals. So schlimm kann es ja nicht sein. Ich hab hier irgendwo Brause. Der hat sogar ein Programm, dass man erkennt, wenn wenig Geschirr drin ist. Ach, du hast dich schon belesen, ja? Ja. Hm. Wenn wenig Geschirr drin ist, macht er auch nur so ein Sparprogramm sozusagen. Mm, automatisch. Mhm. Der macht automatisch die Tür auf, wenn er fertig ist, damit es abtrocknen kann. Ja, so ein Abluft, genau. Und was war da noch? Du kannst dir wie meine Waschmaschine vorstellen, mit ja. Zeit und Stunden. Ja, die haben alle gleiche Miele, ist wirklich gut. Mhm. Miele. Ich habe verschiedene Sorten. Ja, schon gesehen, ob was grün ist. Melone, Honigmelone, ja. Das ist ja auch cool. Das ist normale und dann gibt es die Honigmelone und dann gibt es dran. I'm a platt kinderrat. Ja, und morgen Geburtstag, ja, habe ich schon gehört. Na, was du alles weißt. Naja. Du, was. Aber 8 Jahre hätte ich nie gedacht. Hättest du nicht niemanden gedacht. Ich meine, da kommt noch was.
ja auch überdrehen. So, jetzt hänge ich den Zug wieder ein. Letzte Aktion für heute ist die fehlerhafte Sattelstütze auf dem Neuaufbau zu korrigieren. Fertig. Ja, liebe Leute, das war's für heute. War ein sehr ruhiger Tag. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich kann pünktlich Feierabend machen, habe noch ein bisschen Zeit mit meiner Familie, eventuell. Mal sehen, mal schauen. Vielleicht bricht ja jetzt auch gleich die Hölle über mich herein hier. Und hier kommen die Leute und wollen und wollen und wollen. Das glaube ich aber nicht. Dafür ist es einfach zu spät. Die Welle ist durch. Hatten wir heute ja nicht. Heute gab es keine Welle. Ja, dann sehen wir uns morgen. Also, bis dann. Schlaft gut. Ciao.